Eine Stadt mit 10 Buchstaben, gelegen am topografischen Mittelpunkt Europas, Kennzeichen BB. Grad 41 Nord, 9 Grad eine Minute Ost. Hier kreuzen sich die beiden Autobahnachsen Österreich-Benelux, Schweiz-Skandinavien. Ringsum Wälder und mittendrin die Stadt, die von allen um ihre Lage beneidet wird. Nur 2 Autostunden nach München oder Frankfurt oder Zürich. An BB kommt niemand vorbei, weil jeder an BB vorbeikommt. Böblingen in Württemberg. Einwohnerzahl 42.000, besondere Kennzeichen auf den ersten Blick keine. Banken sehen aus wie Banken und Kaufhäuser sehen aus wie Kaufhäuser. Um hinter funktionellen Fassaden das eigentliche BB aufzuspüren, muss man zum Beispiel wissen, dass wir hier eine der am schnellsten gewachsenen Städte der Bundesrepublik vor uns haben. BB, Bauboom. BB ist kein Zustand, BB ist ein Vorgang. Das einzig Beständige ist der Wandel. Die hohe Zuwanderungsquote lässt keinen Zweifel. BB besonders beliebt. Wo immer man wohnt in BB, aus irgendeinem Fenster blickt man ins Grüne. Die besten Architekten unserer Zeit konnten hier ihre Wohnideen verwirklichen. Hans Scharoun zum Beispiel, der Bauer der Berliner Philharmonie. BB, 450 Meter über dem Meeresspiegel, durchschnittliche Sonneneinstrahlung 1760 Stunden im Jahr, unmittelbar angrenzende zusammenhängende Waldflächen 200 Quadratkilometer. Bei aller Dynamik ist BB keine Stadt vom Reißbrett, sondern um einen 700 Jahre alten Kern herumgewachsen. Denn die geografische Lage war auch vor 700 Jahren schon genauso ideal wie heute. So ist der Schlossberg mit der Stadtkirche das Wahrzeichen geblieben. BB hat nichts Museales, nichts Malerisches. Was herüberragt aus früheren Jahrhunderten, ist gerade nur so viel, wie man braucht, um sich nicht wurzellos zu fühlen. Hier ein Giebel, da ein Stück Mauer. Alles ohne falschen Respekt einbezogen in das Heute. St. Christophorus steht auf dem Marktbrunnen schon seit 1526, ein Jahr, nachdem der Bauernkrieg für Süddeutschland durch die Schlacht bei Böblingen entschieden wurde. Was in neuerer Zeit an Architektur dazugewachsen ist, sind Zweckbauten. Funktionell und schön. Eines der 4 Gymnasien, das Albert-Einstein-Gymnasium, im Volksmund schlicht AEG genannt. Die Schwimmhalle. Was BB jungen Menschen an Sport- und Ausbildungsmöglichkeiten bietet, ist in seiner Vielfalt so leicht nicht zu übertreffen. Zwischen den beiden Seen liegt der Magnet, der Menschen aus allen Teilen Deutschlands hierher zieht. Die Kongresshalle. Man trifft sich in BB zu Veranstaltungen, Tagungen, Happenings aller Art. Ein zweiter Magnet für die Menschen der näheren Umgebung ist das Kaufzentrum. Übrigens eine der ersten Fußgängerzonen Deutschlands. BB, bisschen bummeln. Einkaufszentren sind austauschbar. Sie dienen einer Stadt, aber sie sind nicht die Stadt. Das eigentliche BB findet anderswo statt. Such is life in Double B, Double B. Double B, such is life in Double B. We live in BB.
Such is life in Double B, Double B, Double B. Such is life in Double B, we're living in BB. Menschen, Kontakte, Entfaltungsmöglichkeiten. BB ist in erster Linie Lebensraum, zugeschnitten auf die Menschen, die hier zu Hause oder zu Besuch sind. BB kann man nicht festhalten, nicht malen, kaum fotografieren. BB ist in Bewegung, ist Aktion, gegenwärtiger Lebensraum, Spannungsfeld. Such is life in Double B, Double B, Double B. Such is life in Double B, we live in BB. Such is life in Double B, Double B, Double B. Such is life in Double B, we live in BB. Wer die Großstadt braucht mit ihren andersartigen Möglichkeiten, ist von BB aus in 20 Minuten in der Landeshauptstadt Stuttgart. Oder gleich nebenan in der Residenz Ludwigsburg mit seinem blühenden Barock. Und wem in BB die Seen zu klein sind, der braucht sich nur in Richtung Südwest auf die Autobahn zu begeben und ist anderthalb Stunden später am Schwäbischen Meer, dem Bodensee. In welcher Richtung man auch BB verlässt, stets findet man reizvolle Naherholungsziele. Im Südosten ist es die Schwäbische Alb mit ihren Kalksteinklippen, Hochplateaus und waldigen Hängen. Unmittelbar westlich von BB schließlich beginnt jene Landschaft, deren Namen jeder kennt. Black Forest, Forêt Noire oder schlicht Schwarzwald genannt. All das macht BB zur Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Bis 1939 war BB Landesflughafen im internationalen Streckennetz. Das blieb zum Glück nicht so. Heute ist der Flughafen genau so weit abgerückt, dass der Lärm nicht stört, aber alle anderen Vorteile erhalten blieben. 15 Minuten weit. Dieser Oldtimer wurde vor 50 Jahren in BB gebaut. In den Klemmflugzeugwerken in der damals revolutionären Leichtbauweise. BB ist kein Museum und BB hat auch noch kein Museum. Wo die Vergangenheit mitspielt, lebt sie mit, wie die beiden tollkühnen Männer in ihrer fliegenden Kiste beweisen. Auf der Hulb, wo früher der Flughafen und die Klemmflugzeugwerke standen, hat sich inzwischen die Industrie angesiedelt. Eine gute Lösung. Durch die Bahnlinie völlig abgegrenzt von den übrigen Lebensbereichen, in offener Flachbauweise, licht, sauber und mit viel Erweiterungsraum. Das übliche Bild am Stadtrand, Multicenter und Möbelmärkte mit Autobahnanschluss und Parkplätzen. Fernmelde, Ausbildungsstelle der Bundespost. Vertriebsniederlassung von AEG Telefunken. Forschungs- und Entwicklungsabteilung der deutschen IBM mit 1500 Mitarbeitern. Elektronik wird großgeschrieben in BB. Hewlett-Packard. Leiterplatten werden mit elektronischen Bauelementen bestückt zum Einbau in medizinelektronische Geräte. Vorher wird auf Kupferplatten im Siebdruckverfahren das Netz der Leiterbahnen aufgetragen. Standort BB wegen der zentralen Lage und wegen der Verkehrsbedingungen, die nötig sind, um zum Beispiel Geräte von 90 Tonnen Eigengewicht zu transportieren. BB, Big Business. Die Produkte, die von hier aus in alle Welt gehen, werden hier nicht nur hergestellt und verfrachtet, sondern auch entworfen und konstruiert. Das durchschnittliche Lohn- und Gehaltseinkommen in BB gehört zu den höchsten in der Bundesrepublik. Es gibt
überwiegend Arbeitsplätze mit extrem hohen fachlichen Ansprüchen. Das gilt für die Entwicklung ebenso wie für die meist stark exportorientierte Produktion. Verladung empfindlicher Teile für eine komplette Vorbehandlungs- und Lackierstraße samt Fördertechnik nach Fernost. Wenn die Lieferungen aus BB ausblieben, würden in vielen Teilen der Welt viele Räder stillstehen. Tag für Tag werden 66 Kilo rote Überführungsschilder im Böblinger Landratsamt abgeholt. In 400 Exemplaren täglich tragen Deutschlands Nobelkarossen mit dem Stern das rote Doppel-B in alle Teile des Landes. Neben den unverwechselbaren individuellen Merkmalen einer Stadt hat das urbane Leben Aspekte, die austauschbar, die allen Städten gemeinsam sind. BB ist da keine Ausnahme. Novotel Böbling, guten Tag. Für Mr. Robert McMurray. Ja, Moment bitte. Okay. Wollen Sie Lust machen? Geht in Ordnung. Das werde ich bitte schön. Ob jemand abends noch unbedingt vom 3-Meter-Brett hüpfen oder eine Tennispartie absolvieren muss, ob Disco oder andere Theke, etwa mit 10 verschiedenen Bieren vom Fass, BB, Böblingen bringt's. Die Gastronomie der Region hat seit langem ihren guten Ruf. Und die Weine des Landes werden von Kennern geschätzt. Ob schwäbisch oder international, BB bietet Behaglichkeit. BB hat eine unglaubliche Assimilationskraft. Die meisten der 42.000 Einwohner sind von außen zugezogen, aus allen Teilen Deutschlands und Europas. Das wirkt sich auf die Spielregeln des Zusammenlebens aus. Unkonventionell und doch distanziert, großzügig, offen, lebenslustig. BB Bella Bionda. BB Berufsbildung. Die erste staatliche Fachschule für Datenverarbeitung und Organisation hat ihren legitimen Platz in einer Stadt, in der die Elektronik eine so zentrale Rolle spielt. In BB lässt man sich nicht gern programmieren, man programmiert lieber selbst. Manches, was überall Gültigkeit hat, gilt in BB nicht. Zum Beispiel das Sprichwort, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hier fällt gerade einer.
Ist BB eine musische Stadt? Nein, BB ist keine auffallend musische Stadt. Aber Kunst und Künstler haben hier durchaus ihren Platz. Sonntagsmaler bei Eisenmann, die größte Sammlung ihrer Art in der Bundesrepublik. Wo man es früher vorzog, abzureißen und neu zu bauen, geht jetzt der Trend dahin, das Fachwerk alter Bauten zu erhalten und umzufunktionieren, etwa wie hier zu einer Galerie. Plastiken und Bilder von Helmut Erath, einem der einheimischen Künstler. Fantasiewesen aus Schrott. Such is life in double B, double B, double B. Such is life in double B, we live in BB. BB, ja. Auf der Suche nach BB kommt man immer wieder zurück auf das alltägliche Leben in den Straßen, nach Feierabend oder am langen Samstag. BB, das sind ganz einfach die Möglichkeiten, die jeder Einzelne hier hat. Leben und leben lassen. BB ist eine emanzipierte, eine tolerante und eine junge Stadt. Life in double B, double B, double B. Such is life in double B, we live in BB. C'est la vie à double B, double B, double B. C'est la vie à double B, no pareil bébé. BB, die sehenswerte Stadt ohne Sehenswürdigkeiten. Eine Facette im Erscheinungsbild BBs ist geprägt durch seine Rolle als Kongressstadt und Mittelpunkt gesellschaftlicher und kultureller Ereignisse. Aus, dass in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten auch Elemente weltstädtischer Eleganz nicht fehlen. Nicht unbedingt typisch für BB, aber auch nicht wegzudenken. Thank you.
Was auffällt an BB, ist das harmonische Nebeneinander, so viele Lebensstile und Möglichkeiten. Jeder kann sich hier auf seine Art wohlfühlen und verwirklichen. Nichts, was sich hier abspielt, ist einmalig. Alles könnte man so oder ähnlich auch anderswo finden, aber nicht an einem Ort. Die Gleichzeitigkeit und das Nebeneinander sind es, was die einmalige BB-Mischung ausmacht. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht ein Programmteil aus BB über die bundesdeutschen Bildschirme flimmert. Kino, Kino. Nostalgie in Schwarz-Weiß. Manchmal zeigt sie sich hier auf der Leinwand. Die Dame, die vor 2 Jahrzehnten die Initialen BB weltberühmt gemacht hat. Schutzpatronin der Stadt. Merci, Madame. To be or not to be? Das ist keine Frage. Bye bye. Bis bald.